Montagnaro Pico legt gnädig seine Mütze ab. Man muss nur etwas Geduld haben. Pico bedeutet Gipfel. Und so wie der Berg heißt auch unsere Insel. Wir sind Familie Dittmers. Meine Frau Leslie, ich Oliver und unsere Tochter Sui. Ups. Sui ist auf Pico aufgewachsen. Seit 14 Jahren ist hier unser Zuhause. Auf der immergrünen Insel, mitten im azurblauen Atlantik. Warum sind wir auf dieser Insel? Es ist für uns die schönste Küste Europas. Die Landschaft ist von wilder, ungezähmter Schönheit. Hier stammen die imposantesten Bauwerke von der Natur. Bis jetzt gibt es nämlich auf Pico kein einziges Hochhaus. Dafür viele aus Lavastein gebaute, schlichte alte Adegas. Hier wohnt man. Es ist kein Freilichtmuseum. Oder man verbringt hier einen wirklich authentischen Urlaub. Typisch azorianisch heißt vor allem absolut stressfrei. Pico ist eine Insel der Farben. Einladenden Pisten auf dem Hochland, schöne Waldwege oder die gemütliche Fahrt entlang der Küste durch verträumte Städtchen und Dörfer. Was wir nicht haben, sind palmengesäumte Sandstrände. Was man in fast jedem Ort findet, sind die Naturschwimmbecken, die vor den Wellen des Atlantiks geschützt sind. Auf Badespaß muss auf Pico niemand verzichten. Zu einer Badestelle gehört natürlich ein Eiskaffee. Pico ist einer der weltweit interessantesten Hotspots für Wal- und Delfinbeobachtungen. Unser Kamerateam vertraut der Mannschaft von Aqua Sorisch. Das Motorboot verlässt den Hafen von Lages do Pico. Der erfahrene Kapitän Andrea und Paula geben ihr Bestes. Die Schule der großen Tümmler lässt nicht lange auf sich warten. Ein Aussichtspunkt an Land leitet das Boot per Funk weiter zu der Stelle, wo gerade ein Pottwal aufgetaucht ist. Und ab in die Tiefe. Zwar nicht dem Wal hinterher, aber in den kristallklaren Gewässern der Azoren erlebt man viele andere aufregende Begegnungen. Wer Haie, Delfine, Wale, die sich rund um Pico tummeln, beobachten will, muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es ist so gut wie garantiert, wenn man in einem Boot mit Frank Wirth sitzt, einem der besten Kenner der hiesigen Gewässer. Frank ist der Gründer von Pico Sport. Seit 20 Jahren bringt sein hochprofessionelles Team Menschen aufs Meer auf eine spannende Unterwasser- und Überwasserentdeckungsreise. Heute sind wir draußen gewesen auf den Spuren der großen Giganten der Meere. Wir haben heute das größte und das zweitgrößte Tier gesehen, was jemals auf unserem Planeten gelebt hat, nämlich der Blauwal und der Finnwal. Wir haben als erstes eine Blauwalmutter mit Baby gesehen. Das war super, weil ein fast 28 Meter großes Weibchen und ein Jungtier von vielleicht so 10, 12 Metern dabei. Das ist das Interessante, dass so ein Jungtier, wenn es bei der Mama noch Milch nimmt, 200 Kilo am Tag zunimmt. Und Mama ist hier am Futtern. Und wenn man sich das mal so in unseren Maßstäben vorstellt, dann frisst so ein Blauwalweibchen hier an einem Tag 2500 Hamburger. Ja, das ist schon enorm. Aber die Mama wiegt auch so viel wie 33 afrikanische Elefanten. Das Zweite, was wir gesehen haben, waren Finnwale. Auch Glück gehabt, Mutter mit Baby. Riesige Mutter, die neben dem Boot aufgetaucht ist. Das war großes Glück. Hier sieht man den riesigen Unterkiefer, der alleine mit... Und jetzt wartet er aufs Baby, das kommt nämlich jetzt gleich unter uns durch. Auf dem Weg dahin ist uns eine Gruppe gemeiner Delfine entgegengekommen, in zwei Gruppen aufgeteilt, eine Kindergartengruppe mit ganz vielen Babys. Die waren schnell und scheu unterwegs, weil die Delfine natürlich versuchen, die Kleinen nicht zu sehr zu stressen. Und dann haben wir große Common Dolphins gehabt, große Delphinus Delphis direkt am Boot. Und die waren völlig relaxed, die konnten wir durch die Wasseroberfläche sehen. Die waren direkt davor. Ich glaube, die schönste Zeit zum Whale-Watching ist April und Mai, Pfingsten und Ostern, die Zeit, weil dann die meisten Walarten gemeinsam gesehen werden können. Wir fahren um diese Jahreszeit raus und haben manchmal 8 Arten im Sack, wenn wir zurückkommen. Ja? Man muss wissen, was man will. Wenn man viele Wale sehen will und Walfreak ist, dann kommt man hier im April und Mai, weil da hat man die Chancen, ganz, ganz viele Walarten zu sehen in einer Reise. Wenn man sagt, wir möchten es etwas wärmer haben und möchten nicht unbedingt mit Fließklamotten und Outdoor-Klamotten auf See, dann komme ich im Juli und August. Da habe ich so gut wie Pottwalgarantie und die Delfine sind auch da. Und ich kann zu der Zeit auch schnorcheln mit Delfinen. Bei stolzen 99% liegt die Erfolgsquote aller Whale-Watching-Ausfahrten von Pico Sport. Der Hafen von Maddalena gilt als eine der besten Adressen in der Taucherwelt. Im Sommer kommen viele Taucher zu uns. Der Golfstrom, der mit dem Juni-Vollmond kommt, schiebt eine 200 bis 300 Meter tiefe, warme und klare Wasserschicht. Kristallklares Wasser mit bis zu 50 Meter Sichtweite. Jetzt gibt es draußen vorgelagerte Bänke, die so aus 2000 Meter bis auf 200, 300 Meter hochkommen. Und da sind die Haie. Ja? Und wir sind mit unseren Techniken, die wir benutzen, das Hai-Chumming, in der Lage, eine Geruchsspur in den Ozean zu legen und diese Haie, die an diesen Tiefseebänken ihre Rast machen, anzulocken, denn die sind interessiert. Dazu machen wir ein Gemisch aus Thunfischresten, Thunfischblut, so ein Thunfisch-Coca-Cola quasi. Das kippen wir ins Meer und hängen dann Körbe mit Thunfischköpfen ins Wasser, um die Haie anzulocken. Füttern von Haien ist out, das ist tabu, ist auch viel zu gefährlich. Weil wenn Haie, gerade Blauhaie, die wir hier haben, in einen Fressrausch verfallen, dann gehen die nicht auf Menschen, aber sie können sich auch schnell mal vertun. Aber dazu haben wir bei Pico Sport Shark Guides, die allen Tauchern vorher ein Briefing geben, wie es funktioniert. Und die Guides sind auch mit im Wasser und regeln das. Wenn man sich vernünftig verhält, Haie sind wie Hunde. Und wenn man sich den Hunden gegenüber vernünftig verhält und so auch den Haien, dann geht das genauso gut. Und die Haie kommen zu uns und haben teilweise einen halben Meter vor den Tauchern. Teilweise werden die Blitze berührt. Das ist ein ganz zärtliches Geschmuse. Dann gibt es natürlich draußen 100 Kilometer vor der Küste fast nochmal eine Tiefseebank. Da kommt natürlich auch wieder dieses Upwelling nach oben, auch im Sommer. Und da gibt es dann auch Nahrung. Und da werden wieder Tiere angelockt, die da fressen. Und dazu gehören die Mobolas, die Teufelsrochen, die kleineren Mantarochen. Die haben hier eine Spannweite von ungefähr 4 Metern. Und das sind so fliegende Teppiche, die kommen an dir vorbei. Die werden angelockt durch die Luftblasen, finden das alles super interessant und sind dann teilweise mitten unter den Tauchergruppen und teilweise 30, 40 Tiere, die gleichzeitig da sind. Aber nicht jeder Tag ist gleich, das muss man auch wissen. Und ein vernünftiger Taucher, der kennt das auch. Einen Tag fährt man raus, da hat man wenig und am nächsten Tag oder eine Stunde später ist alles da. Aber die Mobolas, die sind eigentlich recht garantiert. Gefragt, wann es auf Pico am schönsten ist, antworten wir sofort immer. Es ist immer grün und blüht. Und Paradiso fangen. Nix wie raus in die Sonne. Männer bequem im Auto, Frauen und Kind auf der Ladefläche. Es ist nicht ausdrücklich verboten und ein bisschen wie eine Cabrio-Fahrt. Kinderarbeit ist erlaubt auf Pico. Hunde, ja? Hier noch ein. Ja, wir wollen ja auch die Kaffee trinken. Aber ich nicht. Nein, gibt's nicht. Auch Kinderkaffee? Gelbe Kaffeebohnen haben wir auch im Garten. Dieses Jahr nicht wenige. Der Kaffee aus beiden Sorten schmeckt lecker. Dort, wo das Azorenhoch zu Hause ist und für mildes Klima sorgt, gedeihen auch Avocados. Mit ganz großer Blüte. Unglaublich aromatische und süße Ananas. Feigen schmecken eigentlich auch sehr gut. Aber reif müssen sie sein. Der Weinanbau zwischen Labermauern hat jahrhundertealte Tradition. Kurz vor der Ernte wird der Wein hochgesteckt, mit Hilfe solcher Bambusstöckchen. Damit die Trauben nicht faulen und noch einmal richtig Sonne tanken können. Die Mauern schützen die Rebstöcke vor dem Wind und halten die Wärme bis in die Nacht. Das kommt dem Geschmack des Weines zugute. Einst waren die süffigen Verdelho-Weine aus Pico in aller Welt hoch geschätzt. Sie haben sogar den Weg bis an den russischen Zarenhof gefunden. Heute gehören die alten Weingärten Picos zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wetten, kein Tourist verlässt die Insel ohne Bild mit oder von der Roten Mühle. In der Inselkooperative werden weiße und rote Tafelweine gekeltert und verarbeitet. In liebevoller Handarbeit wird der Wein auch nach wie vor vor Ort verarbeitet. Alte Pressen aus Holz stehen in vielen Adegas, den privaten Weinkellern der Bauern. Auf Pico wird gerne gefeiert. Zum Beispiel ein Sardinenfest. Die Fische kommen selbstverständlich nicht aus der Dose. Eine Regatta mit alten Walfangbooten gehört zum Sommer. In den sonst ruhigen Dorfhäfen herrscht buntes Treiben und freudige Aufregung. Die Segelboote werden zur Startposition gebracht. Das Rennen beginnt. Die Regatta ist vorbei. Die Teamarbeit geht weiter. Die bunten Walfangboote fahren nur noch zur Regatta raus. Denn seit 30 Jahren hat man auf den Azoren den Walfang aufgegeben. Eine andere alte Tradition lebt fort. Picorotos haben sich bis heute behauptet als Volk der Viehzüchter. Im Hochland, das der Pico höchstpersönlich bewacht, lebt keine Menschenseele. So mag die Insel vielleicht auch zu Zeiten der ersten Siedler im 15. Jahrhundert ausgesehen haben. Grasbewachsene Krater, kleine Seen, nebelgetränkte, immergrüne Wiesen. Ideale Voraussetzungen für eine blühende Viehwirtschaft. Und genauso sehen die Tiere auch aus. Kühe genießen auf Pico hohes Ansehen, auch als Verkehrsteilnehmer. Darum bitte immer vorausschauend fahren. Und unbedingt noch einen unserer Exportschlager probieren. Traditionell hergestellten Käse. Am besten direkt vor Ort beim Besuch einer Käserei. Dass vor der Käserei ausgerechnet die Hortensien blühen, ist natürlich kein Zufall. Die sind unser Wahrzeichen. Wie bei allen Völkern, die von Viehzucht leben, sind Tiere auch auf Pico nicht nur für leckeren Käse wichtig. Wie Sie sehen, auf Pico sind die Stierkämpfe am Seil eine lustige und keine blutige Angelegenheit. Wie ehrlich und unverfälscht Traditionen auf der Insel gelebt werden, reist mit und steckt an. Nicht anders bei religiösen Anlässen. Die Kirche der heiligen Maria Magdalena ist die größte der Insel. Sie wurde Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut. Aus der Zeit stammen viele Kirchen und Kapellen, die in jedem noch so kleinen Ort zu finden sind. Die meisten Picorotos sind katholisch und tiefgläubig. Denn wer am Fuße eines mächtigen, schlafenden Vulkans lebt, weiß um die Gefahr und möchte sich auf keinen Fall diesen Zorn Gottes noch einmal zuziehen. Neben den katholischen Prozessionen gibt es auch die Espiritu Santo Feste. Anschluss an die Krönung, so heißt die Zeremonie, werden deftige Rindfleischsuppe und Brot gratis an alle Anwesenden verteilt. Eine große gemeinsame Mahlzeit, organisiert von der Heiligen Geistbruderschaft. Wenn die Sonne im Atlantik versinkt, kehren einige Inselbewohner heim, die man tagsüber nicht zu Gesicht bekommt, geschweige denn vor die Kamera. Den ganzen Tag sind sie über dem Atlantik unterwegs, auf der Suche nach Nahrung. Erst bei Einbruch der Dunkelheit erkennt man sie an einem ziemlich markanten Geräusch. Das hier ist der Cagarro oder Gelbschnabelsturmtaucher. Jeder Vogel hat eine ganz eigene Stimme, die dazu dient, den auf einem einzigen Ei brütenden Partner wiederzufinden. Das Paar bleibt bis ans Lebensende zusammen. Aber wir werden die Cagarrosch-Familie nicht länger stören. Was macht man sonst abends in einem Dorf? Na, eine Männerrunde abhalten, ein bisschen Wein trinken, ein wenig pokern. Und abends tanzt man die Chamarrita. Sei es auf einem Folkloreabend, im Gemeindehaus oder im Sommer einfach unter freiem Nachthimmel. Hauptsache, immer mit Live-Musik und viel Leidenschaft. Auch die jüngsten Picorottos machen fleißig mit. Richtig Schritt zu halten, ist gar nicht so einfach. Ein Ansager ruft die Tanzbefehle spontan aus. Darum ist kein Tanz wie der andere. Mit den Chamarrita-Aufnahmen wurden die Dreharbeiten abgeschlossen. Aber nun darf gefeiert werden. Heute kommt etwas ganz Besonderes auf den Tisch. Diese Prachtlanguste wurde heute früh von dem Fischer unseres Vertrauens gefangen. 1, 2, 3. 3. Ende. Na, langsam mit den jungen Pferden. Komm. Prost. Sui. Prost, Sui. Da. Ja. Jawohl. Ja. Papa. Ja. Jetzt haben wir die auch. Prost. Prost. Irgendwie komisch. Ein strahlender Morgen, schönes Licht und niemand eilt zum nächsten Drehort. Dabei gibt es auf Pico noch so viel zu sehen und zu filmen. Tja, unser so liebgewonnenes Kamerateam ist bereits auf dem Weg zum Festland. Nach Hause. Aber ein kleines Mädchen von unserer Insel hat in den letzten Drehwochen viel gelernt. Wer weiß, vielleicht wird der nächste Film über Pico von Pico Production gedreht. Und die heißt sie auf ihrer schönen Insel immer herzlich willkommen.